willkommen. Es ist wieder Montag, Zeit für die Torgranate. Ja, Fiete, das ist einfach geil. Äußere mich da jetzt mal lieber nicht. Setzen Euro auf Ehrenberg gegen Quadronen, ich hätte es definitiv nicht gemacht. Christina Tocker Montag, herzlich willkommen. Hessenliga, unser erstes Thema. Borussia Fulda. 4-0 gewonnen gegen Eder Bergland, Rückzug 3-Eich. Wird nochmal richtig spannend. Und man bekennt sich auch dazu. Also, man hat in den Stimmen bei uns nach dem Spiel gehört, bei Thomas Brendel. Es wäre schade, wenn wir in Steinbach jetzt was liegen lassen würden. Und Martin Hohmann hat ja auch gesagt, also, wenn wir jetzt in Steinbach gewinnen, dann hätten wir nochmal richtig voll gegen Stadt Allendorf und 3-Eich. Also man merkt, es geht was. Ne? Was sagt ihr, Borussia? Scheint wirklich nochmal zu kommen. Ne? Also die Chance ist da. Ja. Ich war dort, das Spiel war ganz leicht. Es hat aber auch, glaube ich, der Unterschied in der Hessenliga zwischen Spitzenteams, die dann nachfolgen ins große, gegen Abstiegsmannschaften, die dann ins große Stadion müssen, das kann man einfach auch nicht werden, glaube ich. Ich glaube, Steinbach ist jetzt das ganz, ganz, ganz wichtige Spiel für Borussia. Und ein ganz anderes? Ein ganz anderes Spiel, enger Mühlgrund. Ich weiß nicht, ob Steinbach im Moment schafft, so in so einem Spiel dann vielleicht mal wieder alles rauszufeuern, was sie haben. Aber wenn nicht gegen Borussia, gegen wen denn dann? Ne? Und dann hätten sie die Endspiele. Also drei Endspiele gegen die Top 3 der Liga, wo sie in der Hinrunde 7 Punkte geholt haben. Da können sie mutig reingehen. Also ich glaube, da ist noch vieles, vieles möglich. Für Steinbach natürlich auch die Möglichkeit für die Mannschaft auch, selbst wenn man absteigt am Schluss, selbst wenn das passieren sollte, wenn man Borussia geschlagen hat, bist du 20 Jahre unsterblich. Ne? Da reden sie 20 Jahre noch drüber. Ja. Also von daher, glaube ich, wird das schon ein ganz heißes Ding werden. Ja, aber ob das dann nur so viel bringt, ob man... Ja, ob das was bringt, aber du weißt doch, wie es ist. Ja, klar, aber... Würde im Kellerkampf würden die drei Punkte schon sehr, ja, sehr viel bringen. Extrem, extrem. Das steht fest. Also, du hast ja Steinbach gesehen, Conny, glaube ich. Ja, da muss ich erstmal grundlegend was an der Defensive erinnern. Also das waren ja Böcke dabei, boah. Also ich glaube, wir dachten ja alle, dass diese großen individuellen Fehler so abgestellt worden wären. In der Hinrunde gab es ja da so ein paar Spiele, aber dann haben sie sich ja auch eigentlich gefangen auch gehabt. Auch bei Borussia. Ja, richtig. Borussia im Hinspiel zum Beispiel. Da gab es ja noch ein paar andere Spiele. Ja, und dann Baunatal. Also, ja, natürlich kann man da verlieren, ist ja keine Frage. Aber nach dem 3-1, die haben sich ja komplett aufgegeben. Da waren ja. Aber es ist Dinge ähnlich dabei. Der große Platz. Ich wollte Stadion. Es ist sehr ähnlich dort zu spielen. Man weiß auch, was passiert. In Baunatal passiert das ganz oft, wenn die ins Rollen kommen, wenn du das mit zwei Toren hinten liegst. Und dann geht es immer mal bap nach Stadt Allendorf. Dort war es auch ein großer Platz, wo es 7 Stück gab. Brentano Bad, auch ein großer Platz. Aber die Frage ist immer, das passiert anderen Mannschaften da unten nicht, dass die wirklich jetzt das 5., 6. Mal so untergehen. Und da ist schon fraglich, wo dran liegt das? Sind ja bei 72 Gegentore, glaube ich. Das 72 ist, das ist ja schon. Also damit hat keiner die Liga gehalten mit den Gegentoren, die sie dann haben. Ich glaube, Fliehen hatte mal 82 Gegentore und haben damit die Liga noch gehalten. Das war aber auch eine 19er Liga mit 4 Spielen mehr. Also ich glaube. Gut, drei Absteiger stehen fest. Unten Rot-Weiß Darmstadt, Kelsenberg, Oberach, da brauchen wir nicht zu reden. Aber dadurch, dass wahrscheinlich Watzenborn runterkommt. Gut, dann wieder oben gewonnen am Wochenende. Ja, klar, ist auch noch mit drin. Du musst ja aber schon wieder nach oben gucken. Ne? Ja. Packt es ja bis vor vielleicht doch noch. Ne? Also es wird 4 Absteiger geben, ne? In der Hessen. Ja, gut, Mainz packt es auf keinen Fall. Naja, also von daher wird es ganz eng. Verbandsliga, top gelaufen für Hünfeld und Fliehen. Ja, Wochenende wie gemalt, glaube ich. Also Stefan Stederoth aus Weidenhausen hat mir das Endergebnis geschickt von Weidenhausen gegen Sand. Da war nur ein 4-0 und dann hier die Firma Ani. Okay. Weidenhausen, das war klar, dass da was geht für Weidenhausen immer. Und für Hünfeld und Fliehen wie gemalt. Du hast im Fliehen 2-2 in Bosporus, ne? Ja. Auch Punkte gelassen. Wie war es, Fliehen? Ja, Fliehen war halt wieder Kunstrasen. Ist halt schön, wenn die Sonne scheint, du spielst am Kunstrasen. Aber anscheinend geht dabei ja wirklich nichts. Diese Woche soll er gemacht werden. Das nächste Heimspiel soll am Rasen stattfinden. Ja, ich hatte so den Eindruck, die haben die Melsungen so ein bisschen unterschätzt. Ne? So auf die leichte Schulter genommen. Melsungen hat defensiven Stand, hat jede Sekunde von der Uhr genommen, von Anfang an, wenn der Ball im Aus war. Immer, das hat immer gedauert und gedauert. Und nach einer halben Stunde hatten sie Fliehen schon so weit, haben sie lange Bälle geblasen, was sie eigentlich gar nicht mehr machen wollen. Ja, und damit ist natürlich am Kunstrasen war natürlich der Käse fast schon gegessen. Es wurde dann immer schon trotzdem hat
Flieden hatte 6-7 hochkarätige Torschancen und Melso eine, die hätte natürlich das 1-0 bringen können gegen Mario Kilian. Aber ansonsten hat es mich doppelt gefreut, dass der Fabian Schaub die 2 Tore geschossen hat, weil was der Kerl sich von draußen anhören muss, von Gästezuschauern mit roten Karten und Ellbogenschlag und was da alles für ein Scheißdreck erzählt wird. Und ich finde es ganz furchtbar, diese Hype, das ist so unsportlich. Aber er hat darauf geantwortet mit seinen 2 Toren. Der Schiedsrichter war sehr gut, der hat das echt hat das erkannt, wie es ist. Er hat auch die Foulspiele, manchmal fault er halt mit seinem Körper, die hat er abgepfiffen, aber nicht gleich mit Gelb um sich geworfen, sondern hat das richtig ordentlich beurteilt und dann durfte er halt da drauf bleiben, weil es gibt auch Schiedsrichter bei so einem Spiel, die schicken ihn dann irgendwann mit Gelb-Rot und hat das Spiel entschieden. Ja. Ja. Höhenfeld 4-0 in Lenz. Ja, Basti Schoch, der Kameramann Carlos wurde in Lenz vergessen, vermisst. Der Kollege Halling war ja dort, der hat mir gleich geschrieben, so ein Sensationstor und keine Kamera da. Also muss Fallrückzieher, er ist sich selber nicht ganz sicher, ob es jetzt Fallrückzieher war oder mehr Zeit, aber wohl mehr Rück, absolutes Traumtor. Für ihn natürlich besonders schön, dass er, weil er hat jetzt viele Wochen sehr, sehr gehadert, der Basti, dass er eben die Kiste nicht trifft, dann das wichtige 1-0 gemacht und sonst war es wohl ein Selbstläufer, was man so hört. Ne? Mhm. Lenz dann ohne Unterstützung von oben. Geht halt auch gar nichts. Da geht dann deutlich weniger als wie zum Beispiel im Hinspiel, wo es dann genau andersrum ist. Scheint Moment Mode zu sein. Lenz 2 ohne Unterstützung von oben, Borussia 2 ohne Unterstützung von oben. Keine Ahnung, warum das so gehandhabt wird. Bei Borussia muss man dazu sagen, der wird ohne Wertung, ne, wird aber unter der Woche ein Spiel angesetzt gegen Würzburg, ne, wo dann die Spieler reinkommen sollen, die jetzt oben gefehlt haben. Ob das Spiel sein muss, steht mir natürlich zu beurteilen, aber es ist natürlich für eine Zweite, die dann mit 11 Leuten da auftaucht, in so einem eminent wichtigen Spiel. Lauter zu Hause gegen, auf der Bank, ne, gegen Eiterfeld. Ne, der Kader ist vollständig, ne, bei Borussia. Also auch Marius Müller und Dominik Rummel hätten schon Kader gekonnt am Samstag. Wurden nicht nominiert, da sieht man ja, wie voll der Kader ist. Also an fehlendem Personal scheitert es halt im Moment nicht. Ne? Apropos Kader voll, war aber eigentlich nicht am Sonntag. Maxi hat es gefreut. Ihr habt 2-0 gewonnen, Johannesberg gegen Eichenzell. Ihr habt wohl verdient gewonnen, was man so hört. Haben wir 2 Spezialisten. Du live an der Linie. Ich würde doch erstmal gerne deine Version. Ja, lass mal Johannes vorlegen. Ja, ich glaube, Johannesberg hat in der ersten Halbzeit ja, brutal effektiv, kann man das dann nennen. Ja. Also 2 Torschancen, 2 Tore nach 2 Standards in Anführungsstrichen, wenn man einen Wurf als Standard zählen darf. Ist bei uns Standard. Ja, haben es bei der Enge sehr gut gemacht. Ich glaube, das war eine gute Variante. Da ist der Wiesner, rennt raus, zieht 2-3 Leute mit sich, macht dadurch alles frei vorne im Strafraum. Ja, Experte, ja. Kommt der Ball auf den langen Pfosten und der Schuss rein. Ja, ja. Wenn der Maikranz sich löst. Ja. Nee, haben es da gut gemacht, haben brutal effektiv, wobei das Spiel war auf Augenhöhe. Ich fand eigentlich zu keinem Zeitpunkt eigentlich schlechter in dem Spiel. Er hatte ein bisschen mehr Ballbesitz, aber Johannesberg hat halt extrem wenig zugelassen und hat sich damit den Sieg auch verdient, weil die klaren Chancen sind halt ausgeblieben bei Eichenzell. Jetzt Maxi? Ja, das unterschreibe ich so. Also ich sag mal, sieglich hätten wir es hinten raus noch ein bisschen deutlicher gestalten können. Also wir hatten wirklich viele gute Chancen, die wir ungenutzt hatten. Ne? Der Alin hatte einen Heber, der Niklas Bleu, einen Abschluss, der Vita mussten einfach nur ins lange Eck schicken, aber war in Ordnung. Wir haben wenig zugelassen und ja, wir wussten, dass wir in den letzten Spielen im Vergleich zur Hinrunde einfach mit relativ wenig Torchancen kreieren. Wir wussten halt, dass wenn wir 2 bekommen, die müssen wir machen. Die haben wir gemacht. Mhm. Richtig geil mit der Abstiegskampf unten. Da ja, aber erstmal nochmal Gratulation zur Meisterschaft. Nein. Das war mal kurz noch. Das war doch klar. Der Papa hat schon immer abgenickt, 2 Spieltage vor Schluss mit 7 Punkten. Da kann doch was passieren. Ja. Also von daher war doch nicht, dass der Maxi anders ist. Nee, Abstiegskampf. Jeder gewinnt gegen jeden. Mehr als 6 Punkte aus 3 Spielen hat da unten noch keiner geholt. Also das wird richtig, richtig eng. Jetzt hat Schlüchtern wieder in Heimbach gewonnen. Bachrhein schlägt SVA, also es ist alles darauf eingestellt, dass wir ein richtig geiles Finish sehen. Und geiles Finish ist das Stichwort für die KHL Mitte. Was da abgeht im Abstiegskampf, was da am Sonntag passiert ist, sensationell. Ne? Wartenberg schlägt FT, Rotenkirchen gewinnt sein Spiel, Burghauen in Hofbiber, die Woche davor gewinnt Gersfeld sein Spiel in Müs. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Höhenfeld 2
gewinnt in Gersfeld jetzt wieder. Parallel mit der ersten. Also unfassbar, was da abgeht. Auch das wird richtig spannend. Also anscheinend werden wir dann noch eine richtige, richtig geile Ergebnisse. Ja, vor allem, da weiß man ja auch nicht, das können sogar drei direkte Absteiger plus viertletzte Relegation geben und so. Also da ist halt auch viele Mannschaften im Geschehen beteiligt. Uns freut's, ganz ja. Spannend. Ne? Ich würde sagen, gute Woche. Ne? So dramatisch war das jetzt die Woche mal nicht. Ihr habt nicht allzu viel zu bereden. Ich wünsche euch eine gute Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder.